Wie weit spielt eigentlich das Holz eine Rolle, dass man ja schlicht nicht kopieren kann? Also klar ist es, wenn man ein weiches Holz nimmt, Obstholz, Birnenholz, und das vergleicht mit einer Grenadillflöte, das sind zwei Extreme, dann wird man sicher bei der ganz genau gleichen Bauweise ein anderes, etwas anderes Resultat erhalten. Aber grundsätzlich ist der Einfluss von Holz wahrscheinlich weniger groß als wie man das Holz behandelt, also was man für Öle gebraucht, um die um feuchtigkeitsabweisende das feuchtigkeitsabweisend zu gestalten, das Holz. Aber ich finde immer, dass der Punkt ist, wie man ins Holz arbeitet, das ist entscheidend. Also in Grenadill arbeite ich ganz anders als in ein weiches Holz wie Ahorn oder Birne. Da geht man sofort mehr weg und wird wahrscheinlich auch klanglich anders sein, außer wenn man vielleicht industriell gefertigte Instrumente vergleicht, wo vielleicht das genauer reproduziert wird. Eine Kopie ist also nicht einfach eine Kopie aus dem Apparat, sondern es ist ein Rückführen in den Gedanken eines damaligen Herstellers. Ja, das finde ich eine gute Aussage, aber wenn man schon im Vornherein sieht, dass sehr wahrscheinlich das Instrument in der Zwischenzeit abgeändert wurde, dann fragt sich, ob man diese Abänderungen auch mit kopieren, nachbauen soll oder nicht. Und in diesem Fall haben wir das eben nicht gemacht. Normalerweise finde ich, dass man, wenn man einen Nachbau macht, dass man zuerst genau so, wie das Original da liegt, dass man das wirklich so nachbaut, entscheidet, das und das ist störend, das gefällt mir nicht, und dann erst Veränderungen macht. Aber in diesem Fall fanden wir, dass das einfach nicht mehr original ist und sicher wir jetzt wieder originaler sind als das Instrument, wie es da liegt. Was wichtig ist, ich habe die Flöte nicht selber intoniert, nicht selber gestimmt, nicht selber angeblasen, sondern Benny Klauser hat dabei geholfen, und wir haben dort ganz bewusst nicht diese uns scheinbar modernen Unterschnitte der Tonlöcher gewählt, sondern wir haben das, so wie es in der Tradition des 18. Jahrhunderts war, unterschnitten, nämlich nicht kugelförmig, so wie das industriell gemacht wurde, sondern einfach ganz von Hand. Und wir finden, dass dieser Unterschnitt klanglich auch besser ist, als was jetzt eigentlich bei dieser Berner Grenzerflöte zu sehen ist. Wie wurde jetzt dein Nachbau aufgenommen?
Ja, ich glaube nicht schlecht. Also jedenfalls, was ich gehört habe von Francesca, wie sie es gespielt hat, das klang sehr gut. Und Benjamin Glauser, der selber auch Flötist ist, hat das eigentlich sehr gut gefunden, das Instrument. Schwierig war in diesem Fall die Stimmung festzulegen, also dass ich jetzt vielleicht nicht gerade um 4.15 und 4.40, so wie das ursprünglich gewollt oder gemeint war, aber sonst glaube ich, ist das Instrument im Vergleich zum alten eigentlich ganz gut herausgekommen, denke ich.